Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist Freitag und ihr wisst natürlich alle, was das heißt. Heute ist Frisurenfreitag und diese schöne Frisur, die ich euch hier nochmal einblenden werde, werde ich euch heute zeigen. Es ist eine Knotentechnik und ich finde sie ganz besonders speziell, weil man erstens nicht direkt erkennt, was für eine Technik angewandt wurde und zweitens finde ich es einfach super originell für Leute, die sich schwer damit tun zu flechten, die das vielleicht nicht richtig hinbekommen und ich denke, ein Knoten sollte wirklich jeder machen können. Von daher denke ich, ist das eine unglaublich gute und einfache Alternative. Also falls ihr wissen wollt, wie diese Frisur funktioniert, dann bleibt einfach dran und im Anschluss kommt das Tutorial. Also ich fange jetzt damit an, dass ich von meiner vorderen Partie eine dicke Strähne wegnehme und diese in zwei gleich große Strähnen unterteile. Dann werde ich einmal, wie man das vom Knoten eben gewöhnt ist, die eine Strähne über die andere und dann durch diese Schlaufe legen, die sich dadurch bildet und werde das Ganze einfach zusammenziehen. Jetzt kommt nämlich der lustige Part und zwar werde ich nicht mit diesen zwei Strähnen weiter flechten, sondern dann kommt so dieser französische Touch dazu, dass ich mir von den nebenan liegenden Haaren sozusagen einfach zwei gleich große Strähnen wieder zu den ersten Strähnen dazu lege. Hier seht ihr, wie ich das einmal mache und dann mache ich mir wieder mit diesen beiden einen Knoten. Und damit ihr das nochmal versteht, wie genau ich das jetzt meinte, weil gerade waren viele Strähnen in meinem Satzbau, ich werde mir einfach eben von den daneben liegenden Haaren zu meinen zwei Strähnen ein bisschen Haar dazu nehmen. Hier seht ihr das nochmal, ich nehme ein bisschen was dazu und lege es zu meiner Strähne, also wie ihr das vom französischen Flechten einfach gewohnt seid und werde mir dann wieder einen Knoten machen. Und so verfahre ich einfach bis nach unten hin, es ist immer das gleiche, ihr nehmt immer eine kleine Strähne dazu und macht eine Schlaufe, legt sie drüber, das heißt, ihr macht einen Knoten und zieht es dann wieder ordentlich zusammen. Wenn ich am Ende angekommen bin, dann werde ich es mit einem kleinen Haargummi fixieren. Falls ihr mich wieder fragt, dieses habe ich jetzt aus einem Friseurbedarf, wie immer. Und dann werde ich einmal meine Flechtung sozusagen umknicken und sie an meinem Haaransatz fixieren. Da ich jetzt wieder kürzere Haare habe, sieht das natürlich mit dem kleinen Schwänzchen nicht so gut aus. Falls ihr aber lange Haare habt, macht es doch einfach so, dass ihr den Knoten immer weiter runter flechtet sozusagen und lasst es einfach locker über den Schultern hängen. Da meine Haare aber kurz sind, stecke ich das so rein und habe somit einfach eine Boho-Hochsteckfrisur. Und hier seht ihr auch schon das Ergebnis, es ging unglaublich schnell und ich finde, es sieht sehr aufwendig aus und ihr könnt natürlich auch kleinere Strähnen verwenden, damit das alles noch filigraner aussieht. Ich habe jetzt sehr große Partien genommen. Also ihr Lieben, das war's mit der Frisur für den heutigen Frisurenfreitag. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr versucht es wenigstens einmal nachzumachen. Und man kann diese Frisur wirklich auf unterschiedlichster Höhe machen. Man kann sie von beiden Seiten laufen lassen, man kann sie einfach nur oben auf dem Deckhaar machen und den Rest offen halten. Also die Technik sollte euch jetzt einfach bekannt sein und vielleicht versucht ihr es mal. Und es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, ob ihr solche Frisuren häufiger sehen wollt. Also wirklich so einfache Alternativen. Tieffrisuren zum Flechten vielleicht oder was auch immer. Schaut euch auch meine anderen beiden Videos an, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder zahlreich versammelt beim nächsten Mal. Und bis dahin alles Liebe. Ciao!